Keiner von uns hat diese Reise geplant. Hätte mir vor 2 Jahren jemand gesagt, dass ich jetzt mit diesen Chaoten durch die Wüste reise, hätte ich ihm nicht geglaubt. Aber das war vor der Katastrophe. Neben mir sitzt Trevor mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht. Kein Wunder, denn Dot sitzt lässig hinter ihm. Ich sehe, wie sie ihre Hand auf seine Schulter legt. Im Rückspiegel sehe ich Peaches. Hochschwanger, vor Glück strahlend. Trotz dieses Losers Elton an ihrer Seite, der auch im Schlaf noch aussieht wie ein Wiesel. Die Wut steigt in mir hoch, wenn ich sehe, dass der braune Skylark immer noch hinter uns ist. Wen hat mir Janet da bloß auf den Hals gehetzt?